Aber ja, Blei ist echt ein Problem. Und ich finde es dann ein bisschen nervig, dass ich immer so viel rumwuseln muss, weil ich andauernd vergesse, wo welche Vorräte sind. Aber ich hatte eh angefangen, jetzt überall diese kleinen Außenposten hinzupappen. Was ich eigentlich hier unten auch schon nochmal machen sollte. Wo dann einfach alle Ressourcen abgebaut werden, die ich sehe. Also, sei es jetzt Ardite oder Kobalt und egal wie viel wir davon auf Lager haben, wir bauen einfach alles ab an Sonderressourcen, die wir finden können. Das heißt, ich brauche jetzt mal dich da. Haben wir irgendwo Strom? Naja, nicht wirklich. So. Oh, hier ist keine Abdeckung. Das ist ärgerlich. Wo ist die Abdeckung? Da ist die Abdeckung. Okay. Also du da. Mal so, das sollte aufgehen. Dann schnappt ihr Strom von da oben irgendwo. Und tu das hier in eine lila Kiste, bitte. Weil ich denke, Silber und die ganzen anderen Ressourcen, die werden nicht so wirklich abtransportiert. Weil die einzige Kiste, die gerne diese Sonderressourcen hätte, ist die bei der Schmelze. Und die will irgendwie nur 400, 500 oder so haben. Und das erreichen wir doch recht schnell. Und die Roboter können mehr tragen. Sehr gut. Das war es jetzt allerdings auch schon mit dem, was wir machen können bei den Robotern. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ging noch ein paar Mal öfters, das ist richtig. Hilft aber trotzdem nicht bei dem eigentlichen Problem, das wir gerade haben, nämlich dass die Roboter andauernd aufladen müssen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die MK1-Roboter da besser sind. Also, ob sie einfach nur einen höheren internen Speicher haben oder ob sie auch weniger Strom verbrauchen, während sie fliegen. Was wesentlich besser wäre. Kann man das vielleicht irgendwo hier nachgucken? Ich guck mal. Da, Energy Consumption. 600 Watt plus 1 Kilojoule pro Meter? Minute? Molekül? Was? Ich weiß nicht, ob der in Metern rechnet. Ich meine, sind die Programmierer Amerikaner? Dann würden sie nicht in Metern arbeiten. Oh, blauer Roboter, raus mit dir. Ja, okay, also 600 und 1,0 pro M. Ah, okay. 600 und nur 800 J pro M. Das heißt, die haben gar keinen größeren internen Speicher, sie verbrauchen einfach nur weniger. Also 20% weniger, was jetzt nicht so super viel ist, aber hey, jedes bisschen hilft. Warte mal, wo ist die Forschung? Da ist die Forschung. Bessere Roboter, die waren echt schweineteuer, die nächsten Roboter, das weiß ich noch. Wo auch immer die sich gerade verstecken. Da. Ja, 5 lila Chips. Und die haben dann von den MK1, die 800 brauchten, nicht mal 20% bessere Leistung. Also sie sind insgesamt 40% besser als die Nuller. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Also sie können dann länger fliegen, sie können wahrscheinlich mehr tragen und sind wahrscheinlich auch noch mal schneller. Lila Chips. Da. Bundled Wire und Zink. Ja, braucht auch wieder Plastik. Ist das Plastik oder Rubber? Rubber. Ja, okay. Also, ich mache jetzt ganz kurz die Sache hier mit dem Abbauen, Umbauen, dahin bauen und so weiter. Und danach werde ich mich darum kümmern, dass wir die Baumgeschichte weiter ausbauen. Das heißt, ich erforsche mal ganz schnell das Ding hier, weil ein MK2 Field klingt interessant. Also, Research. Du weg. Du weg. Weg, weg. Weg. Das Ding lasse ich, glaube ich, sogar noch mal hier. Ah, Mist. Eigentlich hätte ich ganz gerne. Habe ich noch Roboports auf Tasche? Nur den einen, den ich eben gerade abgebaut habe. Bau den mal. Einfach nur. Warum kriegst du da keinen? Kriegst du Strom? Ja, okay. Also lassen wir den doch da und versuchen einfach nochmal welche zu bauen extra. Man kann ja nie genug Roboports haben. Uah. Weil ich würde ganz gerne hier die ganzen Ressourcen dann noch abbauen.
Das heißt, wir bauen jetzt den. Ich laufe kurz nach oben, schnapp mir rote Chips. Und ich lasse die Wand jetzt einfach offen. Wo ist das Gate? Da, bau mal ganz viele Gates. So, und dann machen wir hier einfach eine von den Haupttüren. Wo ist die Mitte? Gibt es hier überhaupt eine Mitte? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die zwei Felder hier wären die Mitte. Okay. Das heißt, hier weg. Was? Achso, da. Geht das so? Ja, sehr cool. Okay. So. Hier das Ganze ein bisschen verstärken, auch wenn das albern ist, weil die können halt durch das Tor durch. Und das war genau der Grund, warum ich die Tore nie bisher gebaut habe. Weil wenn jetzt Beißer ankommen und die fangen an, hier die Tore anzuknabbern, und die Tore haben nur 350 Leben, es ist... Ja. Wobei, es gab da mehrere Vorschläge, wie ich das Ganze verbessern kann. Also ein Vorschlag war, hau da einfach ganz, ganz viele Türme hin, denn es ist vollkommen egal, weil nichts wird lebend bei den Toren ankommen. Klingt wie eine valide Taktik. Die andere war Ecken. Also, dass ich zum Beispiel sowas hier mache. Eins, zwei, eins, zwei. Und dann... Ja, so zum Beispiel... Wo sind die Tore? Da sind die Tore. Die sehen komisch aus. Kann ich euch drehen? Ja, dreh mal. So. Ist denn ein bisschen komplizierter. Aber wenn jetzt wirklich die Beißer kommen und sich hier durchbeißen... dann werden sie wahrscheinlich den nächsten Weg nehmen, den sie können. Und das wäre die Mauer und nicht das da. Das könnte man noch verwuseliger machen, aber je verwuseliger das dann wird, desto unpraktischer ist es rauszukommen. Wobei ich ehrlich gesagt das hier auch schon ziemlich unpraktisch finde, weil ich in meiner Ecke hier hängen bleibe. Also ich denke, ich riskiere es erstmal so. Und wenn wir wirklich an dieser Stelle genau überrannt werden sollten, dann klatsche ich einfach noch mehr Türme hin, dann passt das schon irgendwie. Apropos Türme, habe ich da gerade noch welche irgendwo? Und zum einen könnte ich hier, ja, okay. Zum einen könnte ich hier noch mehr von den normalen Lasertürmen aufstellen, um das so ein bisschen auszugleichen. So. Klein bisschen Overkill, ne? Das Ding hier steht echt vollkommen im Weg. Na gut, wo wird was zerstört? Oh, oh, oh. Dort, oh nein! Oh, bist du. Oh, bist du. Das war ein Vierer-Drill, oder? Mist. Wo kamen die her? Die kamen hier durch. Grrr. Das hätte mir vorher auffallen sollen. Also es gab garantiert eine Nachricht, dass wieder was angegriffen wurde. Und ich habe es einfach ignoriert, weil ich dachte, dass es, ne, dass Türme drauf schießen. Haben aber nicht. Und dann wurde hier nach und nach die Mauer weggekaut. Und das hier wurde angegriffen. Okay, Repair-Zeugs. Repair-Zeugs da. Ganz viel Repair-Zeugs. Win-win. So. Ist sie schon voll? Okay. Und hier wird nichts abgeholt, weil keine Robopods da sind. Ja, die wollte ich eigentlich gerade bauen und abholen und so Zeug. Oh, warte mal. Das ginge. So, hast du da Strom? Jo, fertig. Sehr schön. Okay, das hätten wir also auch gelöst, auch wenn es ein bisschen eklig aussieht, aber was soll's. Was mach... Oh, hallo. Kommt fast nicht gegen die Regeneration an. So, was machen wir hiermit? Das ist ein Problem. Habe ich genug für... Nee, ich habe nicht genug dafür. Aber bau mal die, die und das da und so Zeug. Ich könnte ganz viele normale Lasertürme da einfach hinhauen. Wobei, ich habe nur 5. Aber das ist eine gute Ablenkung. Ich schmeiße einfach hier so ein bisschen verstreut Türme hin.
Und wenn dann hier Viecher ankommen, dann werden sie zuerst die Türme angreifen. Man könnte sogar eine Mauer drum ziehen, damit sie so ein ganz klein bisschen geschützt sind. So. Schon wieder eine Sache, die nicht wirklich gut aussieht, aber es sollte praktisch sein. Also, ne, sie kommen an, sie beißen sich hier durch. Sie werden ein bisschen beschossen, aber die werden bestimmt nicht zerstört von den 4-5 Türmen. Aber die Beißer sind entweder so klug, dass sie hier außen rumlaufen und nach die Türme fressen, weil die Türme ihnen halt wehtun. Oder sie kauen sich erst durch die Wand und greifen dann die Türme an. So oder so gewinne ich Zeit, hier runterzukommen, um sie dann umzubringen. Und das muss ich eh nicht lange halten. Das muss nur so lange halten, bis ich jetzt wieder genug Ressourcen zusammengesammelt habe für mehr Topaz-Türme und anderes Gedöns. Ich habe extra gerade ein Tor gebaut, oder? Ja. Also merke, da ist das Tor. So, was wollte ich? Ich wollte rote Chips holen für den zweiten Roboport. Ich wollte Topaz-Gedöns holen für mehr Türme. Wobei ich glaube, wir haben davon langsam gar nichts mehr. Ja, es wird mau. Plastik fehlt? Ich stelle das mal auf 200. Und ich muss unbedingt wieder mein Inventar ausmüllen. Wo waren Sondermetalle? Da sind Sondermetalle. Wow. Okay, das klappt so nicht. Und schmeiß die doofe Pickaxe weg. So. Also. Hierhin. Oh, apropos gelbe Kisten. Da gab es einen super Tipp in den Kommentaren. Und zwar, Kisten arbeiten folgendermaßen. Wenn in einer Kiste ein Material einmal vorhanden ist, also sagen wir mal ein Holz, dann werden die Roboter, intelligent wie sie sind, offensichtlich intelligenter als ich, das Holz automatisch in diese Kiste packen und nur in diese Kiste, solange bis diese Kiste voll ist. Und erst dann andere Kisten füllen. Das heißt, wenn ich jetzt größere gelbe Kisten nehme, habe ich da welche gerade auf Vorrat irgendwo? Nee. Aber wenn ich jetzt so eine richtig große gelbe Kiste nehmen würde, na, ich nehme lieber mehrere kleine, also mehrere mittlere. Da brauchen wir ein paar davon. Aber wenn ich die jetzt nehmen würde und dort gezielt Holz reinsortiere, dann wird nur Holz da reingepackt. Und dann wird das Ganze schon wesentlich übersichtlicher. Dann mache ich noch eine Kiste mit Leichen, eine Kiste mit Metallen und so weiter. Und dann ist der Rest eigentlich nur noch Kleinkram. Das werde ich jetzt also so machen. Genauso kann ich es auch mit Eisen machen. Ich habe jetzt hier eine rote Kiste mit Eisen, aber ich könnte daraus genauso eine riesengelbe Kiste machen. Und alles an Eisen wird dann da reingelagert werden. Wenn es gerade nicht irgendwo gebraucht wird. Ne? Also genau das, was ich haben wollte. Vielen Dank für den Kommentar. Das heißt, eine riesengelbe Kiste brauche ich trotzdem noch. Die braucht Ardite? Und 5 lila Chips, das ist eine krasse Kiste. Aber gut, mach mal. Was wollte ich? Achso, genau, ich war gerade am Aussortieren. Die Dinger brauchen wohl doch noch ein bisschen, lasse ich da drin. Weg, weg, weg. Das war Vorbereitung für... Oh, warte. Ich sollte das nicht direkt in die Kiste packen, weil ich habe ja gerade gesagt, dass die Roboter klug sind. Also sollte ich es lieber in eine lila Kiste tun, damit die Roboter dann losfliegen und es in die richtigen Kisten reintun, wo schon irgendwas davon ist. Das klingt gut. Also so, so, so. Jetzt werden die Leichen zum Beispiel nicht einfach so in irgendeine Kiste getan, sondern in die Kiste, wo bereits Leichen sind. Wir hatten da nämlich schon irgendwo eine. Ich weiß noch nicht mal, wo die hin ist. Na gut, dann tu die Leichen mal hier rein. Das wird eine Menge Arbeit. Oh, Angriff. Angriff unten. Eine Mauer will angriffen. Okay, das ist jetzt der Angriff auf die untere Mauer. Habe ich ein paar Türme bauen können? Ah ja, hier. Gut. Bau, 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 bau. Türme sind in Arbeit. Rote Chips wollte ich noch holen. Oh, ist das hier fusselig. Und wir haben keine roten Chips mehr. Und keine grünen. Und keine blauen. Okay. Ja, ich muss jetzt runter und da Rettungsaktion vornehmen. Das mit den Chips ist echt garstig.